Im Alter, so heißt es, soll man es ruhig angehen lassen. Nicht so bei der ADAC Chevy Egons 500, dem Youngtimer-Rennen im Rahmen der 24 Stunden auf dem Nürburgring. Die Fahrzeuge der Jahrgänge 66 bis 88 sind echte Schmuckkästchen. Zum Pflegen und Liebhaben allein aber zu schade, denn auch alte Raubkatzen haben noch scharfe Krallen. Die Teilnehmer schätzen das bereits zum 14. Mal stattfindende Rennen aufgrund seines ganz eigenen familiären Flairs. Das Besondere an den Youngtimern ist eigentlich die Atmosphäre in den Youngtimern, in der Youngtimer-Szene. Dass das ein Miteinander ist, nicht ein Gegeneinander. Bei Fahrern und Fahrzeugen bleiben in den besten Jahren ein Kratzer hier und eine Beule dort nicht aus. Größtes Problem in diesem Jahr, die Hitze, die aus den antiken PS-Riesen bereifte Sorgenkinder macht. Mögliche Folgen für Mensch und Maschine. Überhitzung des Motors, die Porsche, die wir hier fahren, sind ja alle luftgekühlt. Und Motor überhitzen, Reifen werden schlechter bei der Hitze, alles möglich. Wenn wir ungefähr draußen eine Außentemperatur von 30 Grad haben, werden wir im Auto zwischen 70 und 80 Grad Innentemperatur bekommen. Und das ist natürlich dann bei 4 Stunden ein riesen Flüssigkeitsverlust. Und dann eben die Konzentration zu behalten, das ist nicht einfach. Aber auch nicht unmöglich, denn schließlich fuhr Daniel Schrey in beiden Trainingseinheiten Bestzeit und führte im gelben Carrera das 206 Teilnehmer starke Feld beim fliegenden Start an. Der Riedberger ohnehin kein Unbekannter auf der Berg- und Talfahrt durch die Eifel. Schon letztes Jahr wurde er hier Zweiter und ging an Position 1 liegend durch die erste Kurve. 500 Kilometer lagen vor den Youngtimern, die sich in 3 Startgruppen und 4 verschiedene Altersklassen unterteilten. Und apropos Alter, nicht mehr young, aber jung geblieben. 4-rädrige Stückchen Zeit und Motorsportgeschichte. Wie dieses Prachtexemplar eines MG Midget MKI, pilotiert von Volker Schackmann. Die historischen Fahrzeuge der Baujahre 47 bis 71 fuhren ebenfalls auf dem traditionsreichen Asphalt der Nordschleife um die ADAC Classic Trophy. Hoher Nostalgiefaktor also, aber auch leider hohe Ausfallquoten. Ein Fünftel des Feldes schaffte es nicht über die Gesamtdistanz von 20 Runden. Dreher, wie hier beim Porsche 944 Turbo oder der Technikteufel, machten das Renngeschehen unfreiwillig übersichtlicher. Das Motto der Youngtimer ist olympisch, dabei sein ist alles. Und trotzdem ist es ärgerlich, wenn der Traum von der grünen Hölle auf dem ungeliebten grünen Standstreifen endet. Ganz woanders, nämlich an der Spitze des Rennens, kam es zum erwarteten Duell der beiden Porsches von Daniel Schrey links und dem 911er RSR des Duos Christopher Stahl und Oliver Mattei. Packende Positionskämpfe, ständige Führungswechsel, das war beste Werbung für die Youngtimer Trophy. Windschattenfahren aus dem Lehrbuch. Letztlich konnte sich Schrey entscheidend absetzen und versetzte nach knapp 3,5 Stunden das Duo Stahl-Mattei und die BMW-Crew Schumacher-Vogler auf die Plätze und war der verdiente und glückliche Sieger. Das Rennen war sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr fair. Also ich habe mit dem Oliver Mattei einen wirklich super Fight gehabt. Also wirklich super, super. Also ich muss mich bei meinem Team bedanken. Die Jungs haben das Auto vorbereitet, 100%ig. Ast rein, weil wir hatten vor ein paar Wochen noch leichte Probleme und das ist alles wieder super. Also 100%ig, wirklich Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich bin total glücklich. Glücklich und nass. Was kann es Schöneres geben als eine kalte Champagnerdusche nach einem heißen Rennen?